Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Alex und heute geht es um ein kontrovers diskutiertes Thema, und zwar das Kaufen eines Merch bei Amazon Accounts. Und weil das eben so ein schwieriges Thema ist, wollte ich mich nicht einfach nur hinstellen und meine Meinung dazu kundtun nach dem Motto: Ich habe mal im Internet gehört, dass Amazon das nicht so gerne mag und die Accounts sehr schnell wieder schließt. Sondern mein Anspruch ist, mit euch wirklich valide Informationen und Erfahrungsberichte zu teilen. Und deswegen bin ich auf die Suche gegangen. Auf die Suche nach Personen, die schon mal einen Account gekauft haben. Auch nach Personen, die Accounts verkaufen oder diejenigen, die sie übertragen. Und bei all diesen Berichten ist ein erstaunlich klares Bild zustande gekommen, das ich euch jetzt gleich präsentieren werde. Und ich möchte in diesem Video die Fragen beantworten: einmal, für wen ist denn das überhaupt was, das Account kaufen? Dann natürlich, was gibt es für Risiken? Worauf sollte man achten bei der Übertragung eines Accounts? Und nicht zuletzt auch, wie viel darf denn eigentlich so ein Account kosten? Und wenn euch das gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert selbstverständlich den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann kommen wir mal zu den ersten Punkten, die entscheidend sind. Warum ist denn das Thema Account kaufen überhaupt in den letzten Wochen und Monaten so sehr in den Vordergrund gerückt? Logischerweise, weil einmal immer mehr Personen auf das Business aufmerksam werden. Die letzten 2 Jahre haben sicherlich ihren Teil dazu getan, dass sich immer mehr Menschen mit alternativen Verdienstmöglichkeiten hauptsächlich im Internet beschäftigen und so eventuell auf Videos stoßen, wie auch auf meinem Kanal, und sich sagen: Warum denn nicht, versuche ich es mal mit dem Print-on-Demand-Geschäft. Und dann bewerben sie sich bei Amazon. Aber da sind wir schon beim zweiten wichtigen Punkt. Amazon hat mit ihrem Programm Merch on Demand eben ein Bewerbungsverfahren, das man durchlaufen muss. Bewerbungsverfahren kann man durchaus in Anführungsstriche setzen. Man muss sich also mit einer E-Mail vorstellen und bekommt dann entweder eine Zu- oder eine Absage für dieses Programm. In den letzten Wochen, Monaten oder über die Jahre hinweg ist es aber deutlich schwieriger geworden, hier eine Annahme zu bekommen. Zu meiner Zeit, als ich mich 2018 bei diesem Programm beworben habe, ging das noch verhältnismäßig einfach. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, wurde direkt genommen. Man hat damals auch nicht so viel von Personen gehört, die sich ein zweites Mal bewerben mussten. Aber wenn, dann hat das vielleicht beim zweiten oder eben dritten Mal geklappt. Im Laufe der Zeit ist das aber, wie gesagt, schwieriger geworden. Und jetzt gibt es mittlerweile Personen, die sich 10, 20, vielleicht 50 Mal schon beworben haben und immer noch keinen Zugang erhalten. Und jetzt wird natürlich viel gemutmaßt: Woran könnte das liegen? Lässt Amazon wirklich keine neuen Personen mehr in dieses Programm rein? Es wurde auch schon viel darüber gerätselt. Was muss man denn in die Bewerbung schreiben, damit es endlich klappt? Unterm Strich kann man aber sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,3% ist es so, dass dieses Auswahlverfahren einfach nur reiner Zufall ist. Bedeutet, man bewirbt sich und es wird eine Münze geworfen, ob man genommen wird oder eben nicht. Dieses Auswahlverfahren dient nach meiner Recherche und nach meiner Schlussfolgerung schlichtweg dazu, dass Amazon hier den Zufluss an neuen Accounts steuern möchte, um eben den regulären Abgang an Accounts. Es gibt ja immer mal auch wieder Accounts, die geschlossen werden seitens Amazon oder eben auch seitens der Personen selbst, um diese Fluktuation sozusagen auszugleichen und um den Zuwachs einfach selbst zu steuern. Dann würden Sie jetzt sagen: Okay, jeder darf einfach mitmachen, der möchte, würde dieser Markt logischerweise schnellstens überflutet werden von Tausenden von Fake-Accounts. Und so schafft es Amazon, das Ganze selbst zu steuern und kann eben auch entscheiden, in einem bestimmten Zeitraum einmal weniger Personen zuzulassen, vielleicht auch die Aufnahme für einen Zeitraum zu stoppen. Auch dadurch kommt es eventuell zustande, dass man manchmal mehrere Wochen oder Monate nach seiner Bewerbung immer noch keine Ab- oder eben Zusage bekommen hat. Oder dann eben in Zeiten, wo sie mehr Personen in den Markt bringen wollen, mehr anzunehmen bzw. das Ganze schlichtweg
häufiger zu tun. Also unterm Strich, es ist einfach nur reiner Zufall. Warum ist es dann aber jetzt plötzlich sehr viel schwieriger, heutzutage einen Account zu bekommen als damals? Warum dieses System also dazu führt, dazu komme ich gleich noch. Als erstes aber mal zurück zu den Punkten, was denn überhaupt wichtig ist für den Accountkauf. Punkt Nummer 1. Wieso werden denn diese Accounts überhaupt verkauft? Wir stellen uns also jetzt mal vor, wir sind jemand, der sich vielleicht schon 50 Mal beworben hat und wir werden einfach nicht angenommen und haben uns jetzt gesagt, es reicht, ja, ich möchte mir jetzt einfach einen Account kaufen. Dann sollte man sich zumindest einmal die Frage stellen, wieso werden denn diese Accounts eigentlich verkauft? Und hier gibt es verschiedene Gründe. Es gibt einmal die, die nur überhaupt für den Wiederverkauf erstellt wurden. Das sind ganz häufig leere T10-Accounts. Das können aber auch bespielte T10.000-Accounts sein, die trotzdem nur aus diesem Grund erstellt wurden, ihn später gewinnbringend wieder zu verkaufen. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht auch hier aus unserer Community kommen, wo die Personen einfach gemerkt haben, das macht mir keinen Spaß. Ja, es ist doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Erfolg ist ausgeblieben und es war eben doch nicht so ein Selbstläufer wie ursprünglich gedacht. Und da muss man dann auch wieder hinterfragen, wenn so jemand, der sich vielleicht einfach auch nicht ausreichend mit dem Business beschäftigt hat, so einen Account verkauft, was resultiert dann daraus für ein Risiko? Jetzt kann man natürlich erstmal nur mutmaßen, aber man sollte sich bewusst sein, dass wenn dieser Account bespielt ist, vielleicht auch schon im T1000, T2000er Bereich und diese Person jetzt merkt, okay, Erfolg bleibt aus, ist irgendwie nicht das Richtige für mich. Wie hat diese Person sich mit dem Business auseinandergesetzt und was sind daraus für Designs resultiert? Auch darüber werden wir gleich noch ausführlicher sprechen, aber ihr seht schon, es besteht eben hier auch ein gewisses Risiko schon an dieser Stelle. Punkt Nummer 2. Woher kommen denn eigentlich die zum Verkauf stehenden Accounts? Damit ist gemeint das Ursprungsland, denn jeder Merch bei Amazon Account ist ja mit einem normalen Amazon Account verknüpft und dieser wurde ursprünglich mal in irgendeinem Land erstellt. Und wenn wir über das Thema Accounts kaufen oder eben verkaufen sprechen, dann ergibt sich doch ein sehr interessantes Bild, dass in bestimmten Regionen der Erde deutlich mehr Accounts zum Verkauf angeboten werden. Speziell gerade die erste Art von Accounts, über die ich vorhin gesprochen habe, das heißt diese, die nur deshalb erstellt wurden, um sie im Nachhinein wieder zu verkaufen. Auch hier in Deutschland werden natürlich Accounts verkauft. Das sind dann in der Regel normal bespielte Accounts. Einfach von Personen aus der Community, die eben zum Beispiel gemerkt haben, das ist nichts für sie. Da gibt es ab und zu T10, T25 Accounts, aber natürlich auch T500 bis hoch zu T4000, T8000. In anderen Regionen der Erde, wie zum Beispiel den USA, ist es aber deutlich gängiger, dass das Ganze wirklich ein Geschäftsmodell ist und eben Hunderte, vielleicht auch tausende Accounts einfach nur erstellt werden, um sie direkt wieder zu verkaufen. Beziehungsweise in den USA ist es wohl so, so wurden mir zumindest die Informationen zugespielt, dass die Nachfrage an T10, T25 Accounts nicht so groß ist. Die Amerikaner sind da wohl etwas risikofreudiger, beziehungsweise auch bereit, direkt mehr zu investieren, um dann eben direkt durchzustarten. Das bedeutet, dort wird man vielleicht eher auf ein paar höhere Stufen Accounts stoßen, die eben verkauft werden. In anderen nordafrikanischen oder asiatischen Ländern, besonders hervortun sich hier wohl Tunesien, Marokko, Indonesien, Kambodscha und Vietnam, gibt es deutlich mehr wirklich niedrigstufige Accounts, meistens T10, also einfach leere Accounts, die weiterverkauft werden. Und an dieser Stelle kommen wir zu zwei wichtigen Punkten. Einmal, was ich am Anfang angesprochen habe, warum es eben heutzutage deutlich schwieriger ist, auf regulärem Weg einen Merch bei Amazon Account zu bekommen. Denn in diesen nordafrikanischen oder asiatischen Ländern ist selbstverständlich der Stundenlohn deutlich geringer als hier und es werden zum Teil tatsächlich Menschen vor den PC gesetzt oder setzen sich selbst davor, um den ganzen Tag einfach Bewerbungen an Amazon rauszuschicken. Also mit neu generierten E-Mail-Adressen und falschen Kontaktdaten einfach
Hunderte, vielleicht sogar Tausende Bewerbungen gleichzeitig rauszuschicken. Das geschieht wohl in den asiatischen Ländern teils auch wirklich mit automatisierten Skripts. Das bedeutet, hier sitzt schon gar keine Person mehr davor, sondern es werden einfach Computerprogramme laufen lassen, die sich bewerben. So, und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wenn hier Hunderte, Tausende Bewerbungen am Tag von einem Programm, was einfach 24 Stunden durchläuft, rausgeschickt werden an Amazon, dass Amazon aus diesem gewaltigen Ausmaß an Bewerbungen einfach zufällig welche raussucht und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die sich tatsächlich hier in Deutschland einmal beworben hat und mitmachen möchte, dass die genau genommen wird und eben ausgewählt, sehr viel geringer ist. Das bedeutet, an diesem System hat sich an und für sich gar nicht so viel geändert und es ist auch gar nicht so, dass Amazon jetzt weniger Leute reinlässt. Im Gegenteil, wahrscheinlich werden sogar mehr Personen, also prozentual oder absolut auch mehr Personen zugelassen, weil das Wachstum ja auch irgendwo voranschreitet. Aber die Chance, gewählt zu werden, ist einfach durch diese Vielzahl an Bewerbungen, die rausgeschickt werden jeden Tag, schlichtweg immer geringer geworden mit der Zeit. Und deswegen kann es an dieser Stelle natürlich auch irgendwo Sinn machen, sich einen Account zu kaufen. Das bedeutet, um die Frage zu beantworten, für wen ist denn das etwas? Wenn ihr also merkt, ihr habt euch schon zigmal beworben und ihr wollt das wirklich, ihr wollt in dieses Business einsteigen, aber eben auch nicht noch ein halbes Jahr oder eben noch ein Jahr verschwenden, euch zu bewerben und immer wieder abgelehnt zu werden, dann ist das Account kaufen eventuell eine Option für euch. Ein zweiter Punkt, der definitiv nennenswert ist, ist, dass bei diesen automatisch generierten Bewerbungen beziehungsweise sehr häufig bei den Accounts aus den nordafrikanischen und asiatischen Ländern Fake-Daten benutzt werden, um diese zu erstellen. Das bedeutet, die E-Mail-Adressen kann man ja beliebig häufig erstellen, aber für solche Sachen wie eben die Handynummer, der Name, die Anschrift werden eben geklaute Daten aus beispielsweise Deutschland oder eben den USA genommen. Und wenn das Amazon im Nachhinein mitbekommt, besteht hier also für diese Accounts ein deutlich höheres Risiko, dass sie wieder geschlossen werden. Punkt Nummer 3. Was ist für den Kauf alles wichtig? An dieser Stelle muss ich vorausschicken, dass die Informationen, die ich euch gleich nennen werde, natürlich keine absoluten Weisheiten sind. Das bedeutet, es heißt nicht, dass ihr zwangsläufig alle diese Punkte einhalten müsst, wenn es um den Accountkauf geht. Es gibt sicherlich auch einige, die es anders gemacht haben und bei denen es funktioniert hat. Und gleichzeitig sind diese Hinweise aber natürlich auch keine Garantie, dass selbst wenn man sich an alles gehalten hat, dieser Account nie geschlossen wird. Ein gewisses Risiko gibt es selbstverständlich immer. Aber wie ich das aus den Erfahrungsberichten von den vielen Personen entnommen habe, die einmal einen Account gekauft haben bisher und von denen, die diese Accounts zu Dutzenden übertragen, kann man sagen, dass wenn ihr euch an diese Punkte haltet, das Ganze relativ sicher ist. Als erstes ist das Ursprungsland des Accounts wichtig, über das wir ja eben auch schon gesprochen haben. Hier empfiehlt es sich, dass dieses zum Wohnsitz des Käufers passt. Das Angebot an zu verkaufenden Accounts ist riesig. Warum sollte man also hier das zusätzliche Risiko eingehen und mit den ganzen Daten, wie zum Beispiel auch der Steuernummer aus den USA, hier nach Deutschland umziehen? Es ist nicht gesagt, dass das automatisch zu einer Accountschließung führt, wenn man das macht. Es gibt sicherlich auch Dutzende Beispiele, wo das kein Problem war, aber wie gesagt, es ist ein zusätzliches Risiko und deswegen empfiehlt es sich hier auch auf einen deutschen Account zurückzugreifen, wenn ihr euren Wohnsitz entsprechend hier habt. Ein weiteres Risiko, das ich ja eben auch schon angeschnitten habe, wäre, dass wenn man beispielsweise einen Account aus Pakistan kauft, dieser eben mit besagten Fake-Daten erstellt wurde, was auch zur Schließung des Accounts theoretisch führen kann.
dann sollte der Account im Detail geprüft werden. Besonders dann, wenn es ein bespielter Account ist. Und hier wäre die allererste Empfehlung, immer mit einem leeren T10-Account zu starten. Wenn also die Möglichkeit besteht, an so einen Account aus Deutschland zu kommen, würde ich dazu raten. Warum? Auch hier gibt es eben ein zusätzliches Risiko, bestehend durch die Designs, die irgendwann mal auf diesem Account raufgeladen wurden. Wenn ihr also einen T4000 oder zum Beispiel T10000 Account habt, hat dieser vielleicht schon ein gewisses Einkommen, aber ihr wisst ja nicht, wie ist denn dieser Account bis zu T4000 oder T10000 gekommen. Bedeutet, sollten dort schon Designs online sein, ist es essentiell wirklich hier im Vorfeld den Account zu prüfen. Was sind denn das für Designs? Wie viele Rejections, wie viele Removed Designs gibt es denn? Hier kann euch der Producter helfen, indem ihr dort einfach in die Deleted Designs guckt. Generell würde ich davon strengstens abraten, die Katze im Sack zu kaufen und einen Account zu erwerben in höheren Tiers, den ihr nicht vorher eingesehen habt. Weil hier ist das Risiko wirklich enorm groß. Auch da gab es jetzt unter den Erfahrungsberichten, die ich bekommen habe, ein Beispiel, wo jemandem ein Account angeboten wurde und auf diesem Account waren wirklich sehr graue Designs. So möchte ich es mal sagen. Mir wurden auch einige Designs zugespielt und ich habe strengstens hier vom Kauf abgeraten. Der Verkäufer hat sich das Ganze natürlich schön geredet in einem Maße, was für mich nicht mehr verständlich war. Es wurden hier offensichtlicherweise Trademark Infringements bzw. Copyright Verstöße begangen. Aber man kann sich natürlich immer sagen, naja, der genaue Begriff, der auf dem T-Shirt steht, der ist ja nicht eingetragen. Wir erinnern uns vielleicht alle einfach mal an diese Snickers-Designs, ja, oder Designs, bei denen dann Markennamen einfach vielleicht umgedreht wurden, wo zwei Wörter vertauscht wurden, wo aber trotzdem ganz offensichtlich an diese Marke angespielt wird. Von solchen Accounts, wie gesagt, würde ich strengstens Abstand halten und auch daran könnt ihr wieder erkennen, dass es durchaus sinnvoll ist, sich dann eher durchzubeißen, aus T10, T25 vielleicht rauszukaufen mit dem Geld, was man ja auch gespart hat, anstelle eines größeren Accounts zu kaufen, der dann ja auch dementsprechend mehr kostet, aber eben auch ein zusätzliches Risiko mitzukaufen, dass dieser irgendwann im Nachhinein vielleicht nochmal geschlossen wird aufgrund der schon bestehenden Designs, die dort drauf sind, die ihr überhaupt nicht hochgeladen habt. Ein weiterer Aspekt, der vielleicht gar nicht so sehr mit der Sicherheit des eigentlichen Kaufs oder des Übertragens zu tun hat, den ich aber hier nochmal anbringen wollte, sind, wenn ihr einen Account kauft, der bereits bestehende Designs hat und dort Illustrationen verwendet wurden, dann benötigt ihr, wenn ihr diese Designs nicht alle löschen wollt, an und für sich auch die Lizenzen, um diese Illustrationen benutzen zu dürfen im kommerziellen Fall. Wenn, sage ich mal, der Vorbesitzer einen Wechsels-Account hatte, er hat wirklich nur mit Wechsels seine Designs erstellt und ihr habt auch einen Wechsels-Account, ist das kein großes Problem. Aber solltet ihr diesen Zugang eben nicht haben, müsstet ihr rein theoretisch entweder die Designs löschen oder euch eben auch einen Zugang zu besorgen. Hier auch, wenn der Vorgänger mit einem eigenen Illustrator gearbeitet hat, müsste er hier theoretisch diese ganzen Lizenzen auch an euch übertragen. Denn sonst besteht auch hier wieder ein Risiko, dass vielleicht irgendwann der Illustrator auf die Idee kommt, hier zu sagen, Moment mal, aber das ist ja ein neuer Besitzer, der hat von mir überhaupt nicht die Berechtigung bekommen. Ich weiß, alles sehr, sehr unwahrscheinlich, dass hier plötzlich jemand auf die Bühne tritt, der dann aber sagt, Moment mal, jetzt möchte ich aber von dir die Lizenz sehen. Trotzdem möchte ich es hier erwähnt haben, weil das sicherlich etwas ist, was viele nicht mit auf dem Schirm hatten. Wenn ihr euch dann tatsächlich für einen Account entschieden habt, der es sein soll, ist es extrem wichtig, alle Daten zu ändern, die mit diesem Account verknüpft sind und das möglichst auch in einem Zug zu tun.
Das bedeutet, hier muss einmal die E-Mail-Adresse geändert werden, dann logischerweise alle Passwörter. Die Telefonnummer, die mit diesem Amazon-Account verknüpft wird, genauso wie die Steuernummer, der Name, die Adresse. Das heißt, jegliche Daten, die in irgendeiner Weise auf den Vorbesitzer schließen oder von diesem stammen, müssen gegen eure Daten in einem Zug ausgetauscht werden. Sonst kann eben das auch wieder zu Unstimmigkeiten führen, dass Amazon sagt, Moment mal, das geht aber hier nicht mit rechten Dingen zu und es ist ein weiteres Risiko, dass der Account geschlossen wird. Genauso ist es aber natürlich ein Risiko, dass ihr eventuell übers Ohr gehauen werdet und der Account dann doch auf irgendeine Art und Weise plötzlich wieder bei jemandem anderen landet. Auch hier gab es Informationen bzw. Berichte, wo Accounts schlussendlich wieder verschwunden sind bzw. der Zugriff plötzlich weg war, weil diese Personen eben nicht alle Daten geändert hatten. Das heißt, ganz wichtig, hier genauestens prüfen und alles in einem Rutsch ändern. Diesen Account solltet ihr dann, wenn möglich, auch als euren Haupt-Amazon-Account nutzen. Auch das wieder sicherlich eine Information, wo viele sagen werden, Moment mal, ich habe einen Account gekauft, aber das mache ich nicht, bei mir funktioniert es auch. Wie am Anfang schon gesagt, das sind alles einfach nur Hinweise, die das Ergebnis optimieren sollen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit verringern sollen, dass irgendetwas Ungewolltes mit diesem Account passiert. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, switcht einfach auf diesen Account, nutzt vielleicht auch euer Prime-Abo, dann sofort über diesen Account. Wenn ihr das alles vollzogen habt, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch zum neuen Merch bei Amazon-Account. Bleibt eigentlich nur noch die Frage offen, wie viel habt ihr denn dafür eigentlich bezahlt? Bevor wir aber zu den Preisen kommen, nochmal ein kurzer Rückblick auf meinen Research für dieses Video. Ich persönlich war nämlich sehr erstaunt, wie viele Personen sich auf meinen Aufruf hin gemeldet haben. Vor einigen Videos hatte ich ja gesagt, meldet euch bei mir, falls ihr schon mal einen Account gekauft habt oder falls ihr sogar Accounts verkauft, um mal eure Berichte mir zu schildern. Ja, wie läuft denn sowas überhaupt ab? Gab es dabei vielleicht Probleme? Und habt ihr den Account noch? Worauf sollte man eigentlich achten? Und ich habe so unfassbar viele Nachrichten bekommen, dass ich doch sehr erstaunt war, wie viele aus unserer Community tatsächlich schon mal einen Account gekauft haben. Und das wirklich querbeet. Viele haben einen T10, T25 Account gekauft, also einen mehr oder weniger leeren Account. Und dann gab es aber auch Beispiele von Personen, die T4000 bis hoch zu T20.000 Accounts für ziemlich große Summen quasi ersteigert haben bzw. ersteigern wollten. Auch das gab es, Personen, die einfach mitten in diesem Kaufprozess noch drinnen waren und dann auch mal gefragt haben, wie weit ist denn der Research hier eigentlich schon? Kannst du mir eventuell Tipps geben hier für den Kauf? Denn es schwingt ja doch immer so eine gewisse Angst auch mit. Und das war auch eben der Grund, warum ich dieses Video machen wollte, um hier vielleicht auch ein Stück weit, sofern das möglich ist, diese Angst zu nehmen. Und bei einigen habe ich gemerkt, dass die Sorge gar nicht so sehr auf dem Account liegt, den sie kaufen, sondern viele haben sich auch einen zweiten Account für zum Beispiel den Partner gekauft. Und hier war eher die Sorge, dass das Auswirkungen auf ihren eigenen Hauptaccount hat. Aber wenn ich euch eine Information mitgeben kann, aus all diesen Berichterstattungen hat sich das klare Bild ergeben, dass das Account kaufen, auch wenn vielleicht erstmal nicht gerne gesehen von Amazon, doch an und für sich ziemlich sicher ist, wenn man auf die von mir angesprochenen Punkte achtet. So habe ich zum Beispiel Personen kennengelernt, die wirklich schon mehrere Dutzend Account-Übertragungen begleitet haben. Personen, die schon mehrere Accounts gekauft haben für andere Personen oder beziehungsweise die das Ganze dann über eine Gesellschaft sozusagen laufen lassen. Also hier gibt es auch Personen, die mehrere Accounts gleichzeitig dann betreuen, also mehr noch als zwei. Und bei all diesen Personen ist an und für sich bis zum heutigen Tag noch nichts passiert.
Ab und zu habe ich mal gehört, ich habe tatsächlich mit keinem direkt gesprochen, wo der Account geschlossen wurde. Mir wurden aber eben auch Berichte zuteil, dass es natürlich so etwas gibt. Ja? Also Accounts, die einfach aufgrund von meistens massiven Trademark-Verstößen im Vorhinein, deswegen eben auch wichtig dieses Prüfen des Accounts, dass diese dann eben geschlossen wurden. Das bedeutet, es gibt dieses Risiko natürlich, definitiv, aber auch das ist ja dementsprechend minimal, wenn ich zum Beispiel einfach einen leeren T10-Account kaufe und dafür eben nicht so viel Geld investiert habe. Auch die Quellen dieser Accounts waren durchaus unterschiedlich. Einige haben das Ganze von Privatperson zu Privatperson einfach übertragen. Es gab Personen, die sich gemeldet haben, die das Ganze quasi über Influencer auch bekommen haben. Das heißt, hier gibt es tatsächlich im amerikanisch- bzw. englischsprachigen Raum Personen, die das Ganze ganz offen auf YouTube teilen und Accounts quasi anbieten. Auch das hat funktioniert. Und dann gibt es nicht zuletzt auch größere Plattformen, wie zum Beispiel eben Flipstorm hier in Deutschland, was vielen ein Begriff sein wird, über die eben auch viele kaufen. Zum entscheidendsten Punkt, wie viel kosten denn diese Accounts jetzt nun? Und dazu gehen wir nochmal ganz zurück zum Anfang, zu den Accounts, die nur zum Wiederverkauf erstellt werden, aus den nordafrikanischen oder eben auch asiatischen Ländern. Und diese Accounts kriegt man auf Plattformen wie Fiverr zum Beispiel bereits für $50. Das heißt eigentlich ein richtiger Schnapper. Wie wir jetzt aber gelernt haben, ist da natürlich auch das Risiko am höchsten. Wenn wir von einem deutschen Account ausgehen, der wirklich ganz am Anfang steht, T10, vielleicht noch T25 und leer ist, das heißt gar keine Einnahmen generiert, dann kann man davon ausgehen, dass dieser 350 bis 500 Euro aktuell kostet. Günstiger geht natürlich immer, aber auch da stellt sich dann wieder die Frage, warum ist dieser günstiger, gerade wenn der vielleicht auch schon etwas bespielt wurde, genauer prüfen, wie ist er dorthin gekommen. Und die Deutschen sind ja in der Regel Sparfüchse, das heißt, man versucht überall so ein bisschen zu optimieren, nochmal 5 Euro mehr auszugeben. Aber da möchte ich anmerken, wenn man in das Business starten möchte, was kann aus so einem Account in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren werden? Ja, wie viel kann dieser Account dann abwerfen? Und sind dann diese vielleicht 500 Euro, die man am Anfang investiert, wirklich noch so viel? Sind die dann wirklich noch relevant? Das sollte man sich vielleicht immer noch mal ins Verhältnis setzen. Bei größeren Accounts sieht das Ganze natürlich schon etwas anders aus. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben einen T4000, T8000 Account, der hat auch schon einen Werbezugang und macht Einnahmen im Monat, das heißt, es entsteht tatsächlich schon ein Gewinn, dann könnte man hier das EBIT nehmen, also den Gewinn vor Steuern und Zinsen und den dann mit einem Multiplikator versehen, der hier im Durchschnitt der einzelnen Branchen liegt, denke ich mal, also circa bei 4,6. Das ist natürlich nur grob eine Faustformel, die man nehmen kann, denn hier sind wesentlich andere Dinge noch entscheidend. Und zwar einmal die Marktlage, das heißt Angebot und Nachfrage. Accounts, auch wenn sie natürlich in Vielzahl vorhanden sind, haben auch eine sehr große Nachfrage. Speziell bei denen, die vielleicht schon ein paar Einnahmen generieren, wo man sich sicher sein kann, dass selbst wenn man diesen Account nicht weiter treibt, man nach einer gewissen Zeit irgendwann dieses Investment wieder raus hat. Und deswegen gilt wie immer die Regel, wenn man selbst nicht den Account nimmt, dann nimmt ihn halt jemand anders. Und deswegen wird das eben ganz häufig auch über Auktionen versteigert. Und hier muss man sagen, dass auch der Wert dieser Accounts, genauso wie der Wert von Aktien, sehr volatil ist. Nur weil man das vielleicht nicht irgendwo auf einem Chart ablesen kann, es ist durchaus so, dass in gewissen Marktphasen, wie zum Beispiel dem Sommer, wo das Ganze nicht so richtig läuft, viele vielleicht auch demotiviert sind, einfach mehr Personen ihren Account abgeben wollen, aber gar nicht so sehr viele auf dieses Business aufmerksam werden. Das heißt, die Nachfrage im Allgemeinen sinkt. Auch
der Wert, den die Leute bereit sind zu zahlen für diese Accounts, eben auch sinkt. Während zum Q4 hin, wo alle Influencer natürlich auch wieder ihre Einnahmenvideos mit großen Zahlen präsentieren, mehr Leute darauf aufmerksam werden und aber eben auch weniger Personen bereit sind, ihren gut laufenden Account abzugeben, dass sich dieses Verhältnis dort eben verschiebt und dementsprechend der Preis der zur Verfügung stehenden Accounts stark ansteigt. Und so kann es eben passieren, dass ein T4000 Account in einem Moment vielleicht gerade mal für 3.000, 4.000 Euro verkauft wird, während er ein halbes Jahr später plötzlich 8.000, 10.000 Euro gebracht hat. Und mir wurden auch Erfahrungsberichte zugespielt, dass es hier also auch durchaus um größere Summen geht. Bei T10.000 Accounts sprechen wir dann durchaus also auch um Zahlen wie 25.000 Euro, die hier gezahlt werden. Aber das, wie gesagt, sehr volatil. Das schwankt häufig und hier muss man eben abwägen, ist man bereit, einfach noch ein halbes Jahr länger zu suchen nach einem anderen Account, der vielleicht günstiger ist, oder beißt man in den sauren Apfel und ist man bereit, hier ein paar hundert Euro mehr zu investieren und dafür eben jetzt schon einen zu haben und jetzt durchstarten zu können. Mein abschließender Ratschlag an euch wäre, wenn ihr euch einen Account kaufen möchtet, setzt euch einfach ein Limit. Das heißt, sagt euch, was ist der höchste Betrag, den ihr für einen Account der entsprechenden Stufe ausgeben würdet. Dafür müsst ihr euch natürlich erstmal im Klaren sein, was wollt ihr für einen Account kaufen. Ja, wollt ihr wirklich einen leeren T10-Account oder sagt ihr, nein, er muss mindestens T500 sein und schon einen Werbezugang haben, damit ich einfach schneller vorankomme. Wenn das klar ist, dann setzt euch diesen Maximalbetrag, wo ihr sagt, da würde ich nicht 10 Euro drüber gehen, egal was ist. Und dann habt ihr es im Prinzip schon und dann bietet ihr einfach mit. Sollte das Gebot drüber gehen, dann sollte es nicht sein. Dann geht ihr halt zur nächsten Auktion und ansonsten wisst ihr ganz genau, bis dahin reiht sich das jetzt aus, auch wenn das vielleicht erstmal sehr viel Investment sein sollte. Aber danach setze ich mich ran und versuche das möglichst schnell wieder rauszuholen. Alles in allem kann man aber sagen, dass das Account kaufen tatsächlich, wenn man auf diese Punkte achtet, weniger problematisch ist als ich und höchstwahrscheinlich auch als die meisten von euch ursprünglich gedacht haben. Falls ihr andere Berichte kennt oder eure Meinung zu diesem Thema teilen möchtet, schreibt gerne unter das Video noch einen Kommentar. Vergesst den Daumen nach oben nicht und dann soll es das auch gewesen sein. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video und sage wie immer, reingehauen!